Der Führer heißt herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Das ist zwar ein Beta-Test, aber es ist trotzdem ein Projekt. Da wird es auch später ein tolles Let's Play zu geben. Sie sehen das schon. Beholder 2, das ist ein Beta-Test. Mehr dazu erklärt jetzt mein freundlicher Assistent. Ja, mein freundlicher Assistent, der das Spiel hier spielen darf. Beholder 2, Beta. Just a Moment, small Moment. part of the story widersteht, also wird das wahrscheinlich schnell fertig sein, denke ich. Und wir vermuten, dass es in Nazi-Deutschland spielt. Ich Nach habe dem schon Zweiten 105 Weltkrieg. Minuten gespielt. Er hat schon nur 5 Und immer Minuten noch nicht gespielt, also können es fertig. wahrscheinlich 6 Folgen werden. Ah, 20 Das Minuten. war noch nicht mal zu Ende da. Ich kann ja einfach alles am Stück aufnehmen und dann schneiden oder ich mache zwischendurch Pause, können wir dann ja sehen, wie ich das dann am Ende regel. Wenn ich mal aufs Klo muss. Wir starten mit diesem wunderbaren Stream hier. Das Ministerium der Disclaimer informiert hier, ihr könnt euch das ja durchlesen. Transfer to the Ministry approved. Get to work as soon as you arrive in Helmar. Möchte sie Jay für deine Cunningham. etwas minder bewertigten Zuschauer auf Deutsch Moment, sehen? Jay Cunningham ist das, den kenne ich, das Ja, ist doch die ja. Deutsche. Ah. Die Also für die, die kein Überweisung Englisch zum können. Ministerium zugelassen. Komm so schnell zur Arbeit, wie du kannst, sobald du in Helmar ankommst. Berlin. Berlin, ja. Wir sagen Berlin. Wo sind wir denn Und hier? das sieht man, Wo jetzt muss ich sieht man denn auch lang? Links eindeutig, oder hier sieht rechts? man hier hinter, ja, dann bleib mal stehen, bleib mal stehen. Du kannst nach rechts gehen, geh mal nach rechts, da hast du noch so einen kleinen Text. Aber du siehst hier an der Architektur, das ist eindeutig Nazi, also das, die haben ja auch so gebaut hier für diese, I need to go to. Ja, gut. Mach auf Deutsch. Ja, oh. Ich sollte zur Arbeit gehen. Damit umso eher ich fertig bin, umso eher kann ich nach Hause. Nee, es ist zu Also. früh, um nach Hause zu gehen. Das war ein anderer. Ey, Entschuldigung, ich das hab das Ist das vorweggegriffen. denn mein Herr? Und mit dir kann ich nicht reden. Halt, warte doch mal, warte noch mal, warte noch mal. Hier oben siehst du nämlich, erstens bei den zwei Pfeilen da, ich zeige da gerade auch drauf. Da hast du Effekte, dann hast du Zeit, du hast wirklich nur die begrenzte Zeit, um irgendwas zu machen und deine Aktionen kosten manche, dann hast du Geld und Reputation. Das kannst du machen. Chemnitz heißt er nicht, Hey, das Chemnitz. bist du! Das kannst du sein, das Ja, ist ich trage aber etwas keine Brille. aufgeklärt, Hi! Ich denke, du bist der, auf den ich warte. Mein Name ist Georg Chemnitz. Halt! Chemnitz. Georg Nett, dich Chemnitz. kennenzulernen. Was? Das bin doch ich. Ja, du bist Even. Da sagst du. Ja, hi, ich bin Even. Ja. Ich würde das niemals so sagen, aber ich bin. Du musst ein ganz wichtiger Typ sein, Even, nicht wahr? Warum? Ich habe 8 Jahre, 4 Monate und 12 Tage fürs Ministerium gearbeitet. Eindeutig du. In dieser Zeit habe ich 18.342 Bewerbungen bearbeitet, hatte 1.629 Tassen Kaffee und habe 284 war Zeuge bei 284 Zwischenfällen von bürgerlichem Fehlverhalten. Und Moment, jetzt ich, frag nein, und, je, ja gut. und jetzt frag mich, wie viele Male ich geschickt wurde, um einen neuen Mitarbeiter an seinem ersten Tag zu begrüßen. Wie viele? Darf ich mal einen Tipp abgeben? Kein einziges Mal bisher? Ja. Richtig. Kein einziges Mal. Even. Kein einziges. Nicht einmal in all diesen 3052 Tagen. Also, du musst ein Riesendeal sein, richtig? Du darfst auswählen, was ich sagen soll. Du darfst mich bestimmen, mein Herr. Keine Nein. Ahnung. Warum bist du unhöflich? Ich sag nur keine Ahnung. Jetzt Mach mal den weiter. anderen Text. Achso. Ja, gut. Ich denke, das ist vielleicht ein bisschen. Ich glaube, du hast mich mit irgendjemandem verwechselt. Ich bin hier, um ein einfacher Angestellter zu sein. Mein Name ist Even Redgrave. Rotgrab. Ich habe den anderen Text gelesen. Da sagt er nämlich was Sorry. viel Tolleres. Redgrave, as in Redgrave. Oh Gott, your father! Rotgrab, so wie in Rotgrab, Rotgraf. Oh Gott, dein Vater! Ja, gut, das. Okay, Ja. In weitermachen. meiner Unterrippe. Okay, mach weiter, Hemnitz. Was wolltest du sagen? Was ist Condolences? Wahrscheinlich irgendwas mit Entschuldigung oder so. Mein tiefsten, ich. Ne, mein Beileid, mein tiefstes Achso, Beileid. mein tiefstes Beileid. Kann nicht Wahrscheinlich, ich kenne vorstellen. ja Ja. schon den Kontext. Ich kann mir nicht vorstellen, was du momentan durchmachen musst. Und zu denken, und ich habe ihn vor nur 58 Stunden gesehen. Und 58 Stunden, 58 Stunden, 30 Minuten habe ich den davor gesehen, Das ist Gerni. bevor er starb. Ha ha Ich ha. kann mir schon vorstellen, Gerni irgendwann mit einem Protokoll so. Ich habe ihn jetzt gesehen und so viel Uhrzeit, diese Sekunde und 30. Ja, wie habe ich vor? Moment, ich guck mal drauf. 43 Minuten und 7 Sekunden gesehen. 8, 9, 10, 11. Ja, lies bitte. Ach so, ich bin ja dran.
Ja gut, wir waren da. Hä, was? Och Mann, ich So hasse Essen. nah waren wir nicht. Nee, wir standen uns nicht so nah. Weiter. Ach ja, stimmt ja, die Ja. waren, ach ja. Ach so, wir haben nicht so viel geredet, bla bla bla, weil das haben sie ja nicht. Und Für ja, ich eine weiß auch nicht, warum Dekade, ich. für ein Ich Jahrzehnt. weiß auch nicht, ja, ich weiß auch nicht, was er hier gearbeitet hat und ja. Bis gestern. Bis gestern wusste ich das nicht. Er hat hier nicht nur gearbeitet, er war einer der am meisten respektiertesten Leute hier im Ministerium. Einer aus dem obersten Management. Wow. Und das Großartigste. Ja. Scheiße, ihr seid. Und das Großartigste ist, dass er niemals ablässig auf seine. Na, wie heißt das? Mit hier Angestellten geguckt hat, hier Untergebenen geschaut hat. Er war ein offener und ehrlicher Mann. Was ist passiert? Danke. So, Was ist also. passiert? Hat die Polizei einen Kopfweh Was gemacht? machst du? Gibt Was ist passiert? Hat die Polizei irgendwas herausgefunden? Uns wurde nicht viel erzählt. Ich habe nur ein oder zwei Fakten. Der Rest ist Geschwafel und Fantasien von, was auch immer Deft heißt, Employees. Welche Fakten? Was sind die Fakten? 47 Stunden, von 47 Stunden und 13 Sekunden ist dein Vater aus dem Obergeschoss des Ministeriums gefallen. Was? Er ist 37 Stockwerke runtergefallen, hat den Bürgersteig aufgeschlagen und ist sofort gestorben. Die Ja, aber das. Polizei arbeitet, nee, eigentlich die Justiz, könnte man da ja sagen, arbeitet daran, was herauszufinden, was passiert ist und warum. Zumindest wird uns das Was gesagt. macht? Stell mal vor, du fliegst. Achso, das ist aber nicht viel. Stell mal vor, du fliegst wirklich so 37, ja, 37 Stockwerke runter. Das dauert eine Weile. Was machst du denn da so? Vielleicht habe ich einige Informationen über den Tod deines Vaters. Willst du mir ein bisschen Geld geben? Nein, was? Jesus. Ich hab nicht mal Geld. Guck doch mal. Hat mir ein bisschen Spaß gemacht. Aber es ist am besten, darüber zu diskutieren, wo es ist, wo wir alleine sind. Nachdem ich dich angewiesen habe und dir deinen Schreibtisch gezeigt Also ich weiß, sie sind Bi, aber. habe. Danke, wissen Sie, Prioritäten. Bereit für Ihren ersten Tag im Ministerium? Nö, okay. Dann, los geht's. So, Follow geht's, geh mal. Hemde zu Ihr Bürger. Geh Guck, nach guck, guck, rechts. das genau. Geh da rüber. Benutzt das. Benutzt das. Geh näher ran. Ja, benutzt das. Benutzt das. Sprint. Eine wunderbare Statue des Ist das Führers. ein Oktopus? Was? Das ist wie ein Oktopus. Ja, gut, das. Ja, aber es ist doch eine wunderschöne Statue. Du wirst mir gleich ein bisschen mehr davon erzählen. Von der Statue. Geh einfach weiter. Hier gibt's sie. Du kannst auch W, A, S, D benutzen. Also A und D. So, pass auf. Hier. Beachte die Statue des weisen Führers auf dem Platz. Es hat 5.500 Tonnen von Beton und 2.400 Tonnen von Metall gebraucht, um es zu erschaffen. Diese Statue wiegt über 8.000 Tonnen. Um es zu bauen, mussten wir die Konstruktion von 8 Kindergärten und einem Hospital beenden. Beeindruckend, nicht wahr? Ja, sehr beeindruckend. Anscheinend war die SPD nicht dran beteiligt. Oh, hallo, ja. Hallo, Bullenschweine. ne, ich habe heute genial daneben angeguckt, ne? Das Quiz, was jetzt neu ist. Und da hatte eine Frau, die hat ein rotes und ein schwarzes Pferd. So. Und hat gesagt, ja, ich konnte mich entscheiden, wer ich dabei nicht nehme, rot oder schwarz. Dann habe ich mir einfach beide genommen, ja. Also habe mir also quasi die große Koalition auf die Koppel geholt, ja. Und dementsprechend geht es bei uns zu Hause auch, ja. Also, dein Vater ist hier gestorben, auf dem kalten, nicht zu unterscheidenden Bürgersteig. Nun ist es der Lieblingsplatz für Klatschverbreiter. Was heißt Eavesdrop? Augentropfen. Meine Du Ahnung. kannst Ohrentropfen. Ja. Du kannst lauschen vielleicht. Ja. Sogar, obwohl. Ja, stimmt. Du kannst lauschen, obwohl du wahrscheinlich nichts hören, nichts Nettes oder Nützliches hören willst. Das ergibt sogar Sinn, lauschen. Wie auch immer.
Du sollst dich dran gewöhnen. Anforderung für den Job? Nee, ja doch, ist er. Egal. Naja, Ihr richtig. versteht, was ich meine. Egal auf welcher Position du bist, du musst dich reinhören. Etwa alles beobachten, also bemerken und es zu Vorgesetzten reporten. Ja, hör doch mal allen zu. Ja, du hast die 10 Sekunden, da hast du Zeit. Das ist keine Verschwendung. Kannst du ruhig machen. Beiden? Ja, das ist ein was. Das ist ein was. Was ist hier passiert? Ich habe Berichte zum Ministerium von Verteilung für 3 Tage gebracht. Ich habe alles verpasst. Die sagten Rotkrab. Sag mal, war der Speicherträger die nicht den, die du überhaupt nicht hast? Ja! Das sieht man in der Aufnahme nicht, aber ich bekomme die ganze Zeit. Mein Computer meint, ich hätte eine zusätzliche Festplatte, die ich nicht besitze. Ich habe eine. Schick's mir rüber. Wenn ich jetzt eigentlich doch eine anschließe, sagt er, ich hätte 3. Sie sagen Rotkrab. Angenommen, der hat kann maximal nur 4 externe noch reinmachen und du hast jetzt 4 angeschlossen. Sag dann, du hast 5 und es geht dann kaputt. Was macht er dann? Okay, es gibt zum Glück kein Limit. Ja, ich weiß. Sie sagen Rotkrab, fiel gestern aus dem Fenster. Weißt du, wer war? Ja, mein Vater, du Schwuchtel! Irgendwas. Du redest doch gar nicht mit dem. Das sind nur die beiden, die reden. Sicher. Sorry, die Beleidigung habe ich gerade nicht gesagt, Kinder. Ich habe gemeint, Wachtel. Sicher tue ich Wow. das. Er war einer der großen Flügel. Ach, fix, ich wink's. Ich habe erst nichts gelesen. Wie konnte sowas denn nur passieren? Bertha! Geil! Du solltest besser nicht drauf Geil, Plan, das sollte geil vielleicht besser werden. nicht drauf achten. Oh, guck mal, Bio angestoßen hier. So, dann hast du hier nochmal die 2, mit denen du reden kannst. 10 Sekunden. Also zuhören kannst, was sie so labern. Thorin sah ihn fallen! Das hört sich wie der Gott Thor an. Da müssen wir uns was Deutscheres sagen. Theodor sah ihn fallen. Thorin, das hört sich schon ganz gut an. Ja, aber. Ja, okay. Theodor sah ihn fallen, genau vom obersten Stockwerk, sagte er. Zuerst fielen hier Glasscherben runter. It's raining glass. Sorry, ich hör auf. Da war doch ein Mann, also ist es in dem Originaltext, ist das richtig? Ja, das ist Glas runtergeladen. It's raining, man. Then holy shit! Heilige Scheiße! Die Köpfe müssen gerollt sein! Nein, Phil. Philipp. Nein, Philipp, alles ist ruhig. Sie haben erklärt, dass eine stöhnende Periode. Ist Morn? Nee, Morning ist das. Moani. Also, eine stöhnende Periode wie immer. Und das ist eben das ist noch gruseliger, nicht wahr? Minister werden nicht immer aus Fenster geschmissen. Da muss ein Grund vorliegen. Ja, genau. Also, es ist nicht der Prager Fenstersturz, sondern es ist jetzt der Berliner. Der Helmer. Der Helmer. Wir sind doch in Helmerer. 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 Nee, ich bin kein Helmerer. Ja, ich Wir sage sind ja. Berliner. Wir sind jetzt in Berlin. Ah, Berlin. Nee, Germania. Germania. Na, Du wolltest ja die keep it Welthauptstadt down. Germania werden. Möchtest du vielleicht auch einen kleinen Trip aus deinem Fenster machen? Sag sowas nicht. Ich dachte nur, ich hab's nicht so gemeint. Lass uns hier abhauen. Lass uns abzischen, Alter. So, jetzt kannst du reingehen. Einfach durch. Es gibt noch ein paar Bugs, siehst du jetzt zum Beispiel. Achso, hast du das nicht. Okay. Hallo? So. Hier Doch, kannst du einfach durchgehen, hier kannst du mit keinem sprechen. Einfach durchgehen, hier kannst du mit keinem sprechen. Doch, hier mit dem. Nein. Ministry saved. Liest du mal. Okay. Ja, genau, du liest das. Das die sagst du. Die Sicherheit des Ministeriums ist ein anderer Grund, um. Ein komplett anderer Grund, um stolz zu sein. Die Sicherheitswache ist dein bester Freund hier. Vor allem, wenn du durchkommen willst. Unsere Wachen haben 985 terroristische Akte, ist nicht Geschlechtsverkehr gemeint, abgewendet, nur in diesem Jahr.
Das sind fast 4 Versuche pro Tag. Gar nicht viel. So, also nur für den Fall der Fälle. Nimm immer Geld mit. Und zerstöre nicht die Statistiken, wenn du weißt, was ich meine. Nein, weiß ich nicht. Du sollst dann nicht dafür sorgen, dass es mehr als 4 pro Tag sind. Aber ich finde den Hintergrund hier schön, die Statuen und so weiter und so fort. Oh, wieder da. Oh, oh. Oh, oh schau, Mann. Jemand wurde geschnappt. Aua. Neue Technologien. Nimm das du auch die noch. Die Menschheit beschützen. Die neu entwickelte optische. Wie heißt das? Optischer, hier, dieses Textil. Stöffchen. Verbindet diese. Das ist wieder der Datenträger. Verbindet diese Rahmen mit dem Hauptministeriumsregister. Die Verbindungsgeschwindigkeit ist über 10 Gigabits pro Sekunde. Das ist ziemlich wenig. Bits vor allem. Wir sind ja noch dabei. Hier 1946 oder sowas. 1949, nein. Jedes verbotene Item wird detected. Wie heißt das hier? Erkannt, keine Ahnung. Auf einmal. Ja. Wir haben über 180 Millionen Reichsmark ausgegeben, um diese Technologie zu entwickeln. Obwohl du immer an dem Rahmen vorbeikommen kannst, okay? Solltest du lieber die Security Einbuttern. Einbuttern, ja, wollte ich auch erst sagen. Ich glaube, Butter ab, das hört sich so wie Einschleim an. So wie Butters bei South Park. Soll ich mit denen reden? Ja, kannst du machen, hast ja genügend Sinn. Das lohnt sich nicht falsch. Ich habe den Zugangscode zu meinem Terminal vergessen. Was soll ich denn durchs Plus tun jetzt? Es entflieht mir. Was, wenn jemand anderes es sich dran erinnert? Oh, was ein französischer Begriff? Dann sagt er auch Nuisan, wobei das wird, glaube ich, Deutsch, da wird er jetzt verkloppt haben. Oh, sorry, jetzt habe ich das übersprungen. Egal. Ja, der hat einfach gar nichts gesagt. Der hat gesagt, wie schön. Ja, siehst du nur diesen schönen Fahrstuhl, der ist wunderschön. Damit kannst du in die oberen Stockwerke gelangen. Der ist toll. Siehst du nicht auch? Guck mal, wie schön der aussieht. Komm, wir gehen weiter. Und das hat er gesagt. Bestimmt. Ach so, das ist ja gut. Nein, hat er bestimmt nicht gesagt, aber ich habe jetzt einfach was erfunden. Und ich rede wieder schnell. Das geht. Wieso, wie ist die Zeit? 17 Minuten. Ja, dann verabschieden wir uns für die erste Folge, würde ich sagen, oder? Okay. Am nächsten Mal gehen wir zu unserer Workout. Ich darf später anbeten. Tschüss.